Hallo zusammen, hier ist wieder Euchler und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Eichluki-Kisten. Und zwar habe ich wieder 100 restaurierte Artefakte, die ich einmal ausgeben wollen würde. Und zwar machen wir das in Mist of Pandaria hier bei einem NPC. Und zwar bei Bran Bronzebart. Und der hat schicke Sachen im Angebot, und zwar trollische Archäologiefragmente. Und ja, heute wollen wir 100 Stück raushauen. Die kaufen wir einmal. Und während die hier einmal ins Inventar reintröpfeln, leider zieht sich das immer so ein bisschen, erkläre ich euch mal, was ich hier vorhab. Und zwar, ich will die einmal hier alle öffnen. Da kriegen wir dann ein paar Trollfragmente raus. Und damit können wir hier ein bisschen was herstellen. Und mit ganz viel Glück ist Zinrock dabei. Und Zinrock ist ja so ein Zweihandschwert. Das ist das letzte Teil, was mir quasi über Archäologie noch fehlt aktuell. Ich habe jetzt hier ja schon ein paar mehr Folgen aufgenommen. Falls euch das alles jetzt hier nicht so ganz was sagt, wie das hier funktioniert, dann schaut am besten in die erste Folge rein. Da habe ich das schon ein wenig genauer erklärt und ja, das ist dann wahrscheinlich nicht so verkehrt. Aber gut, wir wollen jetzt hier erstmal die Kisten aufmachen und hoffentlich dann Zinrock einmal craften können. Haben wir die 100 Kisten? Ne, 90. Doch, jetzt haben wir 100, genau. Okay, dann let's fetz. Seht schon, das geht relativ zügig mit Kisten aufmachen, weil ich da ein Makro mehr erstellt habe. Um da ein bisschen schneller noch zu sein. Warte mal, kann ich zusätzlich noch welche anklicken? Nee, das ist laut mich dann nur runter. Jetzt habe ich einen internen Taschenfehler. Okay, also quasi die mehrfach anzuklicken, das macht keinen Sinn. Das buggt dann nur rum. I see. So, jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir nicht overcappen. Was war nicht overcappen? Also, erstes Solve ist nix. Weiter kriegen wir wieder ein graues Item, ist auch nix. Die Voodoo-Puppe, die brauchen wir auch nicht. Dann machen wir hier die Trollrelikte natürlich vorher rein, beziehungsweise diese Tafeln. Den Natter, die brauchen wir auch nicht. Den Blumentopf, den brauchen wir auch nicht. Oh, jetzt haben wir schon wieder nimmer genug Relikte. Das hat ja schon fast so ein bisschen das Aussehen von dem Schwert, ne? Warum kann das eine Zinrock sein? Ich sag's euch. Warum kann's das nicht sein? Oh, ich habe wieder overcapped. Ich habe nicht aufgepasst. Ich merke schon, bin ein bisschen abwesend hier. Halt. Boah, die Trolltafel einsetzen. Für die haben wir teures Gold bezahlt. Extra ein paar quasi im Auktionshaus gekauft, dass ich immer so ein Relikt da reinbasteln kann. Ich habe mir schon gedacht, dass das hier ein längerer Ritt wird, wisst ihr? Und das bestätigt sich hier leider. Ihr seht, 200 und ein paar zerhackte habe ich jetzt noch im Inventar liegen. Also für zwei Folgen reicht's noch. Und ich hoffe, dass es innerhalb der zwei Folgen noch drin ist, ne? Sonst, ja. Muss ich nochmal ordentlich dazu farmen, die Dinger. Muss ich jetzt nicht unbedingt. Also, so langsam ist gut, ne? So 30 Stunden für sowas grinden. Wäre eigentlich schon, wo ich sage, ja, dabei könnten wir es belassen. Ach ja, das erinnert mich schon fast so ein bisschen hier an den Grind aus den Warlords of Draenor Dungeons mit den Warforged Items. Da war das ähnlich, da bist du Stunden über Stunden reingelaufen und hast einfach nichts gekriegt. Das wäre schon auch so ein Todesgrind. Aber auch die Geschichte habe ich fertig gekriegt. Und gar nicht so lange her. Und ich denke mal, das hier werden wir auch kriegen. Ich bin ja jemand, der relativ hartnäckig bei sowas ist. Und ja. Ich habe ja schon ein paar Alternativpläne, ne? Wie wir das Ganze angehen können zum Farmen. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt gehen mir so langsam die Fragmente aus.
können wir noch aufmachen. Und ja, jetzt können wir vielleicht nur ein oder zwei Sachen herstellen. Na, nochmal eins. Und das war wieder eine Nullnummer. Schade, aber auch wieder alle Kisten durchgeballert und wieder mal nichts gekriegt. Juti, ich würde sagen, das war's für die kleine Aufnahme. Wenn ihr wollt, schaut da gerne im nächsten Video wieder rein. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.